Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture zum Thema Soll ich heute lernen oder doch nicht? Mein Name ist Deborah Peine, ich bin Diplompsychologin und arbeite im Studiencoaching im ZFBK und dort mache ich die psychologische Beratung von Studierenden. Das heißt, zu mir kann man kommen bei Fragen rund um, wie kann der Einstieg ins Studium gelingen oder ganz am Ende auch das Beenden des Studiums oder auch zu jedem Zeitpunkt dazwischen, also bei Fragen rund um, wie kann ich gut lernen, wie kann ich meine Zeit einteilen, wie gehe ich mit Motivationsproblemen um, mit Stress, mit Prüfungsangst oder auch mit dem Thema, wie kann ich im Homeoffice gut studieren. Zu all diesen Themen können Sie in die persönliche Beratung kommen oder auch gerne bei den anderen Coffee Lectures schauen. Da gibt es ganz viele andere spannende Beiträge, auch zu einigen von den gerade genannten Themen. Heute bin ich mit dem Thema hier, soll ich heute lernen oder doch nicht? Und als erstes möchte ich kurz klarstellen, worum es heute geht oder worum es auch nicht heute geht. Also zum einen habe ich Ihnen nicht die Antwort auf die Frage mitgebracht, ob Sie heute lernen sollen oder werden oder auch nicht. Und ich habe Ihnen auch keine Tipps mitgebracht, wie Sie heute lernen werden, obwohl Sie eigentlich keine Motivation haben, obwohl heute eigentlich nicht der passende Tag ist. Also wenn Sie sich dafür interessieren, so zum Beispiel Techniken zu erlernen, wie kann ich Aufschieben überwinden, da gab es in der Vergangenheit andere Beiträge dazu. Heute verstehe ich tatsächlich diese Frage als ergebnisoffene Frage und möchte mich mehr darauf beziehen, ja, warum ist es überhaupt schwierig, da eine Entscheidung zu treffen oder was ist überhaupt eine Entscheidung? Was macht uns diese Entscheidung schwer oder auch allgemein im Leben andere Entscheidungen so schwierig oder warum haben wir so oft auch ein schlechtes Gewissen, je nachdem, also manchmal höre ich von Studierenden, die sagen, ach egal, ob ich jetzt heute gelernt habe oder Zeit mit Freunden verbracht habe, irgendwie fühlt sich beides nicht so richtig an. Also gerade jetzt aktuell, wo wir, also es ändert sich ja gerade in diesem Moment schon wieder ganz viel, die Inzidenzen gehen schon wieder hoch, aber allerdings gerade ist ja haben wir Hybridsemester, das heißt für viele, es ist so das erste Mal die Chance, mal überhaupt die Kommilitonen kennenzulernen oder nach langer Zeit wiederzusehen, so dass es gute Argumente dafür gibt, sich dafür Zeit zu nehmen, was zu unternehmen mit anderen Personen oder auch seine Freizeit auch zu genießen, auch das zu nutzen. Und gleichzeitig gibt es viele Argumente dafür, warum man auch heute lernen sollte, sich auf seine Klausuren vorbereiten sollte, eine Hausarbeit schreiben sollte und so weiter. Also das sind so die Momente, wo wir merken, oh, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen und ich bringe ein paar Ideen dabei mit, was dabei helfen kann und was auch dabei helfen kann, dass man hinterher das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich habe eine gute Entscheidung getroffen, so, die fühlt sich gut an, da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Ja, aber als erstes muss man sich anschauen, was ist überhaupt eine Entscheidung, wenn wir die ganze Zeit über Entscheidungen sprechen. Und jetzt kann man einerseits sagen, dass wir den ganzen Tag lang ganz viele Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel hören Sie sich gerade diesen Vortrag an und könnten auch in jeder Sekunde entscheiden, ach, ich mache doch lieber was anderes, ich drücke auf Stopp, ich gehe hier raus. Oder Sie schauen halt weiter. Möglicherweise überlegen Sie das gerade bewusst und dann merken Sie, dass das eine Entscheidung gerade ist. Gucke ich weiter, gucke ich nicht weiter. Möglicherweise denken Sie darüber auch gar nicht nach und es ist Ihnen gar nicht bewusst, dass es eine Entscheidung ist in jedem Moment. Also Entscheidungen haben erstmal viel damit zu tun, merke ich das überhaupt? Ist es überhaupt eine Frage für mich oder ist es eigentlich schon vollkommen klar? Was für mich und für die allermeisten anderen auch vollkommen klar ist, ist zum Beispiel die Frage, ist ein Delfin ein Fisch oder ein Säugetier? Das ist für mich keine Entscheidung, weil das haben schon andere Leute entschieden und gut argumentiert. Kann man noch überlegen, möchte ich der Lehrmeinung folgen oder nicht, aber das ist keine Entscheidung, die ich noch zu treffen habe. Und das gilt für ganz viel anderes auch. Für mich persönlich ist zum Beispiel auch keine Entscheidung, wenn ich mich ins Auto setze, ob ich mich anschnalle oder nicht. Das mache ich einfach. So, weil für mich auf der, also das für Vorteile, sich anzuschnallen, so viel Positives steht, dass die vielleicht Argumente, sich nicht anzuschnallen, für mich vollkommen bedeutungslos sind. Mag Leute geben, die sagen, es ist aber cooler, mich angeschnallt zu sein oder dann habe ich hinterher keinen Knick im T-Shirt oder so. Das ist für mich so bedeutungslos, dass das nichts ist, worüber ich nachdenke und damit ist das auch keine Entscheidung, die ich zu fällen habe.
Auch für mich persönlich die Frage, trinke ich morgens Kaffee oder nicht, ist für mich auch keine Entscheidung. So, das ist eine Gewohnheit und das hilft mir morgens den Tag zu starten. Das mache ich auch. So, am Nachmittag überlege ich vielleicht, ist das jetzt vielleicht schon zu spät, kann ich dann heute Abend noch gut schlafen oder nicht? Da ist es für mich eher eine Entscheidung. Für andere vielleicht ist es grundsätzlich eine Frage. Trinke ich Kaffee, trinke ich Tee, trinke ich was ganz anderes? Also so unterschiedlich kann es schon sein. So, was ist für mich überhaupt eine Entscheidung oder auch nicht? Also gerade bei Gewohnheiten, wenn man sich was antrainiert hat, dass man das jeden Tag genauso macht, merkt man auch, okay, das ist gar keine Entscheidung mehr. Nutzen manche ja auch zum beim Thema Lernen, dass sie sagen, okay, ich verpflichte mich dazu, oder wenn ich morgens ja aufgestanden bin oder während ich den ersten Kaffee trinke, also an etwas gekoppelt zum Beispiel, was man sowieso jeden Tag macht, da lerne ich ein paar Vokabeln oder so oder und dann ist das vielleicht etwas, was ich jeden Tag mache oder vielleicht nur mit ganz wenig Ausnahmen, dass man sagt, gut, wenn ich Fieber habe, wenn ich krankgeschrieben bin, dann lerne ich nicht, ansonsten lerne ich jeden Tag. Also wenn man solche Gewohnheiten hat, dann merkt man auch, okay, das ist keine Entscheidung mehr an dieser Stelle. Spannender werden Entscheidungen deshalb daher, wenn man merkt, oh, es gibt ein Für und ein Wider. Das ist nicht so eindeutig wie die Frage, schnalle ich mich an oder nicht. Wo ich vielleicht denke, okay, das ist zu 100% oder mindestens zu 99% rein positiv. Also wenn ich zum Beispiel dieses Stück Torte sehe, fallen mir viele gute Argumente ein, warum es toll wäre, dieses Stück Torte zu essen. So. Ich weiß allerdings auch, oh, das hat auch negative Seiten. Auf jeden Fall, das ist nicht nur rein positiv. So, sich, vor allem, wenn man das jeden Tag machen möchte. Auf der anderen Seite gibt es richtig gute Argumente, zum Sport zu gehen, aber natürlich auch Argumente, die dagegen entsprechen. So, allgemein Sport zu machen oder heute Sport zu machen. Möglicherweise stehen diese beiden Bilder auch gegenüber. Also die Frage, esse ich Torte oder gehe ich zum Sport oder mache ich beides oder mache ich nichts davon oder mache ich eine Mischung, ein halbes Stück Torte und ein bisschen Sport. Also da merkt man schon, oh, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und manchmal gibt es auch Entscheidungen, wo man merkt, okay, gut, es schließt sich halt gegenseitig aus. Es geht halt entweder das eine oder das andere. Manchmal gibt es auch bunte Mischungen, was man alles machen kann. Also beim Thema Lernen auf jeden Fall. Also Lernen ist ja auch nicht den ganzen Tag lernen, sondern ist in einer bestimmten Einheit oder man kann überlegen, so, worauf hätte ich auch am ehesten Lust, wozu könnte ich mich am ehesten motivieren oder ist sowas wie ich sortiere meine Unterlagen, ist das eigentlich auch schon Lernen oder nicht? Also da gibt es eine ganze Menge an Spielraum. Ja, und wie gesagt, wird uns dann bewusst, dass wir eine Entscheidung zu treffen haben, wenn wir merken, oh, das ist nicht so ganz einfach, sondern es gibt für und es gibt wider. Das kann man natürlich auch darstellen. Das ist jetzt der allereinfachste Fall, der Fall, es gibt Option A und Option B. Und das schließt sich gegenseitig aus. Und es gibt nicht noch C und D oder es gibt nicht noch Kombinationsmöglichkeiten, ein bisschen A, ein bisschen B, sondern der einfachste Fall, es gibt genau zwei Möglichkeiten und eins davon machen wir. Und jetzt kann man eine Pro- und Kontraliste führen. Ist ja ein Tipp, den man ganz oft findet tatsächlich. Man soll das doch mal alles aufschreiben. Und das kann auf jeden Fall auch sehr sinnvoll sein, alleine um sich bewusst zu machen, was sind denn so die Argumente? Die dafür oder dagegen sprechen oder was macht es mir vielleicht auch schwer oder was sollte ich auch noch alles irgendwie vielleicht im Blick behalten. So. Und dann merkt man, aber es gibt zu beiden Varianten gibt es für und wider. Und das finde ich ganz wichtig, sich anzuschauen. Also, dass man sich nicht nur anschaut, okay, was spricht alles fürs Lernen und auf der anderen Seite, was spricht dagegen, heute frei zu machen, sondern sich anschaut, dass egal wofür man sich entscheidet, es immer eine Mischung ist aus Positiven und Negativen. Also man bekommt immer etwas Positives und gleichzeitig zahlt man auch immer einen Preis. Und zwar egal, was man macht. Es gibt immer einen Nachteil, es gibt immer einen Preis, den man dafür zahlt. Und je nachdem, also beim Thema Anschneiden, denke ich, okay, gut, der Knick im T-Shirt, das ist ein Preis, den ich sehr gerne dafür zahle, sicher an meinem Ziel anzukommen. Also somit brauche ich etwas, wo ich sage, okay, das ist mir wichtig und dafür lohnt es sich auch, diesen Preis zu zahlen. Genau, wenn man das so anschaut, dann sieht man so, okay, gut, es gibt für und es gibt wider und dann gibt es so die Tipps, ja, man soll das doch einfach abzählen und dann weiß man ja, was gut ist. So. Jetzt, wenn ich mir das so anschaue, sehe ich, okay, gut, bei Option A liegen sechs grüne Steine und vier rote. Heißt das jetzt, das ist zu 60% positiv und doppelt so gut wie Option B zu wählen? Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also aus Erfahrung wissen wir natürlich, okay, die Argumente sind vielleicht alle nicht gleich gewichtet.
Da gibt es welche, die sehr viel wichtiger sind als andere oder die ein anderes Gefühl erzeugen. Also Gefühle sind ganz, ganz wichtig beim Thema Entscheidungen. Es geht nicht nur darum, das mathematisch irgendwie zu berechnen, sondern eine Entscheidung zu treffen und das Gefühl habe, hey, das passt zu mir, dazu kann ich auch gut stehen. Und dann merkt man auch schnell, man kann gar nicht alles im Vorhinein wissen. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem wahren Leben und einem Computerspiel. So, im Computerspiel kann man sagen, gut, ich mache mal Option A, aber ich speichere vorher mal zwischen. Und wenn ich am Abend feststelle, oh, das war nicht so eine gute Idee, dann lade ich den Tag nochmal neu und fange nochmal von vorne an, weil ich im Nachhinein, oder ne, ich mache das zweimal und dann weiß ich im Nachhinein, hey, was war denn jetzt die bessere Entscheidung? So. Die Wahl haben wir halt leider nicht und somit merken wir halt, okay, es gibt immer irgendwie ein Risiko und vielleicht wissen wir noch nicht alles vorab. Ja, also es gibt zum Beispiel Aspekte, von denen wir schon wissen, dass sie da sind, aber von denen wir noch nicht wissen, ja, wie positiv oder negativ sie sein werden. Also wie groß zum Beispiel der Lernaufwand tatsächlich für ein Seminar ist. Oder ob der neue Mitbewohner, den wir halt erst kennenlernen, wenn wir einziehen, ob der eigentlich super toll ist oder jemand ist, mit dem ich eigentlich lieber nicht zusammen wohnen würde. Und dann gibt es auch noch eine ganze Menge, kann mehr oder weniger sein, an Eigenschaften, an Argumenten, von denen ich noch gar nicht weiß, dass sie eine Rolle spielen. Also so die Punkte, wo ich hinterher sage, Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, da hätte ich das ja alles ganz anders gemacht. Und das ist das, was Entscheidungen so schwierig macht, weil das so eine Mischung ist und weil wir merken, oh, ich muss mich irgendwie für eins entscheiden und das ist gar nicht so leicht. Es gibt so kleine Entscheidungsbeschleuniger, also genau, was man ab und an mal als Tipp findet, ist die Idee, eine Münze zu werfen. Allerdings nicht, um die Münze entscheiden zu lassen, sondern in dem Moment, und dafür muss man sie hoch genug werfen oder halt zudecken, wenn sie halt runterfällt, also dass man darauf achtet, okay, was ist das, was mir in den Sinn kommt, während die Münze fliegt, auf welches Ergebnis hoffe ich eigentlich? So, oder mit welchem könnte ich eher leben, so, wo ich eher denke, okay, oh, gut, dass es Kopf war und nicht Zahl. Ja, also das ist etwas, was uns ein bisschen mehr in das Fühlen reinbringt, das, okay, worum geht es hier eigentlich tatsächlich? Möglicherweise gibt es nämlich, jetzt schaltet es auf ein kleiner schwarzer Block, genau, gibt es nämlich auch ein Argument, was alle anderen sozusagen aussticht. Das kann positives oder negatives sein. Also wenn ich weiß, okay, morgen ist die Klausur und es ist mir super wichtig, dass ich da bestehe, dann ist es vollkommen egal, was heute Abend noch für eine Party ist, dann weiß ich, okay, gut, das ist jetzt das Allerwichtigste und dann brauche ich keine Pro-Kontra-Liste mehr. In anderen Situationen, wenn die beste Freundin anruft und sagt, Überraschung, ich heirate heute spontan, willst du dabei sein, lasse ich alles stehen und liegen und fahre dahin, so, weil das das Allerwichtigste ist, was alles andere sagen überwiegt. Oder ich habe ein tolles Jobangebot, mein Traumjob und der ist in Berlin und alle sagen, boah, Berlin ist eine tolle Stadt, ich würde da sofort hinfahren und für mich aus irgendeinem Grunde sage ich, nee, das ist ein No-Go, das ist eine Stadt, in der will ich nicht leben, warum auch immer. Also somit kann es auch sein, dass man eine Entscheidung trifft, die gegen den Ratschlag der anderen ist oder vermeintlich gegen die Vernunft irgendwie ist oder gegen das, was man da pro-kontramäßig ausgezählt hat. Also worum es viel mehr geht, ist eine Entscheidung zu treffen, wo man das Gefühl hat, hey, das ist für mich persönlich eine gute Entscheidung. Und das ist eine spannende Frage, was ist überhaupt eine gute Entscheidung? Und für mich ist es weniger vom Ergebnis abhängig, sondern eher davon, wie bin ich dazu gekommen, mich so zu entscheiden und wie gehe ich im Nachhinein damit um. Also wenn ich heute eine Entscheidung treffe, hat das Auswirkungen auf die Zukunft, aber ich weiß noch nicht ganz genau welche, weil uns das keiner vorhersagen kann. Und andererseits muss ich heute mit den Entscheidungen zurechtkommen, die ich gestern oder letztes Jahr oder wann auch immer getroffen habe. Also man kann eine gute Entscheidung nicht so direkt vom Ergebnis abhängig machen, sondern eher von der Frage, ja, wie habe ich mich vielleicht auch in dem Moment gefühlt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Und dafür ist das Bauchgefühl kann ganz wichtig sein. Also eine Entscheidung zu treffen, die für mich gut und stimmig ist. Ich erinnere mich an eine Studierende, mit der ich vor Jahren mal ein Gespräch geführt habe, die sich auf einen Ausbildungsplatz eigentlich beworben hatte, in einer Behörde, also einem Job, wo sie sagt, boah, das ist ein super sicherer Job, da werde ich verbeamtet und ich habe auch andere Beamte in der Familie und das ist ein Wert, der ist uns wichtig, also so eine Sicherheit und Planung, planen zu können und genau zu wissen, was ist mein Job und wo arbeite ich in 20 Jahren. Und dann hat sie gemerkt, boah, dann kam das Schreiben mit dem, dass sie genommen wird und sie merkte, sie
beschrieb das tatsächlich mit dem Bauchgefühl, so, dass sich so der Magen zusammenkrampft und sie merkte, oh, da irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und sie hat diesen Platz abgesagt und hat stattdessen sich eingeschrieben in einem geisteswissenschaftlichen Fach hier an der Uni und sagte, okay, es ist mir so wichtig, dieses Fach zu studieren oder es macht mir so viel Spaß, mich mit Literatur zu beschäftigen den ganzen Tag, dass ich gleichzeitig bereit bin, den Preis zu zahlen, dass ich noch nicht so ganz genau weiß, wo ich dann eigentlich in 2 Jahren einen Job bekommen werde. Also das ist so das Abwägen, so je nachdem, was ist mir gerade wie wichtig im Allgemeinen, von meinen Werten her, aber auch in diesem Moment für mich einfach super wichtig, was ist so das Bedürfnis, was ich heute habe. Ein anderes Beispiel, ein kleineres Beispiel aus meiner Studienzeit war so die Situation, dass ich abends mit Freunden zusammengesessen habe und es war ein super lustiger Abend und ich wusste, oh, der Abend, der wird noch lange dauern, morgen muss ich früh aufstehen und wenn ich jetzt noch länger hier sitzen bleibe, dann werde ich morgen richtig müde sein und ich werde morgen es bereuen, wenn ich hier noch länger sitze. Aber der Abend war toll und ich habe bewusst mich dazu entschieden, hey, ich bleibe jetzt hier noch, weil das gerade mein Bedürfnis ist und weil das ein schöner Abend ist und weil es mir gerade so gut tut, mit meinen Freunden zusammenzusitzen. Und dann bleibe ich halt. Und am nächsten Tag war ich müde und es war ein bisschen schwer, sich durch den Tag durchzukämpfen und sich zu konzentrieren. Aber ich wusste, wieso bin ich in der Situation und warum habe ich eigentlich gestern diese Entscheidung getroffen. Und damit konnte ich sehr gut leben. Also zu wissen, hey, wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? Warum war das gestern genau die passende Entscheidung? Und warum kann ich heute jetzt auch dazu stehen? Ich glaube, wenn ich den ganzen Abend irgendwie noch Haushalt gemacht hätte oder irgendwie noch gelernt hätte und ich wäre deswegen total müde oder ich hätte mich mit irgendwas anderem Blöden irgendwie beschäftigt, wäre ich wahrscheinlich weniger gut durch den Tag durchgekommen. Aber zu wissen, hey, ich hatte die Wahl, ich habe mich entschieden und ich weiß genau warum, hat dazu geführt, dass ich mich am nächsten Tag, dass ich gut damit leben konnte. Ja, das ist nämlich auch direkt genau der zweite große Tipp, nämlich sich tatsächlich für etwas zu entscheiden. Also es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, die man treffen kann und beide Möglichkeiten oder alle Möglichkeiten haben positive wie negative Seiten und sich anzuschauen, okay, was ist das, was ich erreichen möchte, wo ich hin will. Also sich weniger gegen etwas zu entscheiden. Also die Frage ist vielleicht gar nicht, lerne ich heute oder lerne ich nicht, sondern eher die Frage, womit befasse ich mich heute? Also dass man sich entweder dafür entscheidet, gut, ich setze mich jetzt hin und ich lerne jetzt. Oder zu sagen, ich gehe raus und ich genieße den Tag oder ich kümmere mich um mich oder ich kümmere mich um meine Gesundheit heute oder was auch immer. So, aber dass man weiß, okay, was ist das, wofür ich mich entscheide? Und natürlich einen Blick darauf zu haben, gut, was ist gleichzeitig der Preis, so, den ich dafür zahle? Also entweder ich lerne heute und dafür bin ich morgen gut vorbereitet und freue mich über die Erfolge und so, die ich habe. Und ich habe den Lernstoff noch gut im Kopf. Ich war heute in der Vorlesung, wiederhole es gleich. Das wird mir ein gutes Gefühl geben. Oder sich dafür zu entscheiden, jetzt heute mit den Freunden, wie auf den Weihnachtsmarkt gehen, rauszugehen oder in die Therme zu gehen oder was auch immer mir gut tut. Aber dass ich immer weiß, okay, was ist das, wofür ich mich entschieden habe und was ich eigentlich damit gerne erreichen wollte. Geht mit ganz kleinen Entscheidungen, so wie die Frage, möchte ich heute die Torte genießen oder möchte ich mich sportlich fühlen, so worum geht es da? Und geht auch mit großen Lebensentscheidungen, so wofür? Entscheide ich mich für den einen Job, entscheide ich mich für den anderen Job, entscheide ich mich für ein Leben mit meinem Partner oder für ein Leben jetzt als Single? Also die Frage eher, was ist das, wofür ich mich entscheide? Das sind oft die Dinge, mit denen man hinterher am besten leben kann. Weil ich im Rückblick, selbst wenn ich im Nachhinein denke, oh, vielleicht wäre das andere doch irgendwie besser gewesen, wer weiß, wie es gelaufen wäre, ich aber vielleicht auch wohlwollender auf mich zurückblicken kann, so auf mein Ich von vor 2 Wochen und weiß, hey, ich habe es aber gut gemeint, so mit den Informationen, die ich da hatte, mit den Gefühlen, die ich da hatte, da habe ich mich gut entschieden. Ja. Ja, und als letztes der Hinweis, sich überhaupt zu entscheiden. So, also man kann ja auch nichts machen, dann trifft man aber irgendwie auch eine Entscheidung, zum Beispiel den ganzen Tag verstreichen zu lassen und am Ende des Tages festzustellen, tja, habe ich wohl nicht gelernt, so, weil ich den ganzen Tag damit beschäftigt war, diese Entscheidung auf den Weg zu gehen. Und am Ende des Tages kann das Resultat ja ähnlich sein. Also entweder ich habe halt nicht gelernt, weil ich halt versucht habe, mich abzulenken oder ich habe nicht gelernt, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Heute lerne ich nicht, heute mache ich was anderes. Und
Der Unterschied liegt im Gefühl. So, also wenn man schon einen Tag nicht lernt, dann sollte man den Tag wenigstens was anderes Schönes nutzen oder wissen, wofür habe ich das jetzt eigentlich, wofür habe ich jetzt diesen Tag eigentlich genutzt, als genau, nicht gelernt zu haben zum Beispiel und am Abend aber ein schlechtes Gewissen zu haben. Genau, und als allerletzten Punkt, das macht das Ganze jetzt noch ein bisschen kompliziert, es ist tatsächlich auch möglich, sich zu entscheiden, sich nicht zu entscheiden oder sich noch nicht zu entscheiden. Das ist vielleicht ein kleiner Widerspruch, aber auch das ist möglich. Also wenn ich eine Entscheidung, wenn ich weiß, es steht eine Entscheidung an, zum Beispiel die Frage, wo soll ich nach den letzten Prüfungen, wo soll ich arbeiten, aber gleichzeitig ist Lernen gerade dran, dann kann es auch möglich sein zu sagen, hey, diese Entscheidung, was ich danach machen möchte oder was auch immer mich ansonsten noch beschäftigt, das ist etwas, das möchte ich jetzt gerade nicht entscheiden oder das kann ich auch nicht entscheiden oder mir fehlen gerade Informationen dazu oder aus irgendeinem Grund ist heute nicht der passende Tag, dann kann ich auch sagen, ich entscheide mich dazu, dass das heute nicht Thema ist und ich vertage ganz bewusst diese Entscheidung auf einen anderen Zeitpunkt. Und auch das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Genau, so, ganz viele Entscheidungen jetzt, genau, in dieser Coffee Lecture. Ich habe Ihnen so ein paar Sachen so vorgestellt. Ich hoffe, es sind ein paar ganz gute Ideen für Sie dabei und wünsche Ihnen sehr, dass egal, was Sie heute machen, egal, wofür Sie sich heute entscheiden, dass Sie am Ende das Gefühl haben, hey, das war eine gute Entscheidung, damit kann ich gut leben, damit kann ich den Tag gut ja, weiter verbringen und da kann ich auch, wenn ich da morgen drauf zurückschaue, mit einem guten Gefühl drauf zurückschauen. Ja, und wenn Sie noch Fragen dazu haben, dann können Sie die gerne jetzt im Chat stellen oder sich natürlich auch später noch per Mail an mich wenden. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.